Moin Leute, also kannst du Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, manchmal hilft es ja tatsächlich, muss ein bisschen Abstand zu den Dingen zu gewinnen und vielleicht mal seine Aufnahmen durchzugucken, denn dann hätte mir schon eher ins Auge auffallen müssen, dass das hier ein Windrad ist und ich da drehen kann und damit somit das Tor, wie man hier sieht, öffnen kann, um dann durchzugehen. Ja, ist mir auch erst beim Schneiden irgendwie aufgefallen, dass das was ist. Ich bin so eine Hohlfritte. Das ist ja so echt unglaublich. Bums. Na komm, kaputt. Und hoffentlich schaffen wir das mal jetzt hier auch in einem Stück richtig gut durchzukommen. Aber ich glaube ja, das Schwierigste in Anführungsstrichen habe ich ja jetzt gerade gemeistert, was bitter ist. Ich muss dieses genau gucken und konzentrieren. Das muss ich noch verinnerlichen und lernen. Und immer wieder wiederholen. Aber das wollte ich eigentlich gerade nicht. Kann ich das irgendwie wegpuzzeln? Fuck off. Komm noch näher. Ne, das macht ihm gar nichts. Sind das Bumskis? Die sehen süß aus. Die machen schöne Geräusche. Ups. Nein. Komm doch einfach her. Warte mal. Warum habe ich da vorne die Truhe nicht? Na egal. Kann ich das gar nicht kaputt machen? Ich kann das gar nicht kaputt machen, das Ding. Warum nicht? Schade. Warum nicht? Vielleicht wer es kennt. Die machen trotzdem schöne Geräusche. So klingt sie's. Ting, 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 ting. Achso, du bist eine Bombe wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt muss ich trotzdem... Nein, Mann, ich muss meinen magischen Krug aktivieren. Ja. Ich muss das... Geh weg. Ich bin hier in einer fucking heiligen Mission unterwegs. Das Ding nervt. Und ich weiß nicht, wie man es kaputt kriegt. Das ist gerade mein größtes Problem. Oh! Ja, zum Glück sieht man ja eure fucking Richtung recht gut. Nein, Mann. Ich will gerade nicht mit dir spielen. Ich will das Ding hier einfach nur drehen. Müsste das jetzt nicht eigentlich so reichen? Och, ich will dich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht anvisieren, ne? Aber hier Hakuna Matata. Oh, fuck doch einfach. Nein. Ich bräuchte so etwas wie Bogen. So, ciao Kakao. Nein, andere Richtung. Danke. So, wie viele Herzen habe ich für den Scheiß jetzt investiert? Zu viele. Sind wir uns einig, ne? Okay, supi. Ich glaube, ein bisschen was war es resettet gewesen. Weil ich nicht richtig abgespeichert habe, wie immer. Weil ich einfach die Konsole ausmache und wenn die meint, Systemupdate. Und ich sage nein. Und dann hat er mir Speicherkarte entfernt. Und ich sage nein. Dann muss ich ein System-Update machen und dann ist auf einmal magischerweise die Software-Speicherkarte gedöns, was auch immer da. Das Spiel, die Konsole, alle verarschen sie mich. Jetzt komme ich, oh, zu meiner Freundin, die kleinen Hydra, die Knochenhydras. Ah, da habe ich gepennt, weil ich mir die Steinstatue angeguckt habe. Alle drei. Shit. Verkackt. So, nicht verkackt. Komm her, Knochenhydra. Oh Mann, warum will der nicht ziehen? Ich hasse das mit diesem blöden Schwert. Also, und da oben warten meine Knusperfreunde. Halt, ich will das... Nein, wo kann man das... Schieben ist da. Das kann man schieben. Ja, Schnauze, Waldemar. Oh, eigentlich echt... Also vom Design her finde ich die putzig. Die Statuen sehen ein bisschen weird aus. Die sehen sehr verrucht aus. Ach du Scheiße, wie viele von den... kleinen Knödeln da oben rumgeiern. Ja, werde ich jetzt gleich Spaß haben. Werde ich einfach alle eiskalt runterpusten und dann muss ich wahrscheinlich hier runtergehen und ja. Wir kennen's doch alle. Und einfach nur so, oder hätte ich es da vorne in die Ecke schon schieben müssen. Wir werden alles herausfinden. Alles mal herausfinden. Oder vieles, nicht alles. Herzen, Nüsse. Oh oh. Was soll denn. Oh, ist das so ein Argus-Ritter?
Ich fand die ehrlich gesagt in Zelda recht cool. Also so Ocarina of Time mit Majora's Mask waren die auch zum Teil da, ne? Ich glaube, in Wind Waker gab es die auch. Doch, müsste es auch gegeben haben. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da... Okay, das ist ein großer Dreckhaufen. Das ist bestimmt etwas... Okay, da ist einfach nichts. Nichts ist da. Ist da hinten was Nützliches? Vielleicht so ein Zeitstein oder... Ich habe keine Ahnung. Boah, die quieken auch so süß wie kleine Ferkelchen. Verschlachtbank. Boah, verschissen niedlich. Fun Fact. Ich habe neben einem Metzger, einem Schlachter... Fuck, warum habe ich die Kacke gemacht? Gewohnt. Und der hatte einen Junge in meinem Alter. Und auch eine Tochter, mit der ich immer gespielt habe. Und ja, der Junge kam irgendwann zu mir an und hatte eine Dose für mich dabei. So eine kleine rote Dose, das werde ich nie vergessen. Hatte angeklingelt und da drin war ein kleines blaues Schweineauge. Das hat er mir dann geschenkt. Das durfte ich aber nicht behalten, Mama hat es mitbekommen und die war nicht so begeistert wie ich. Aber ich war auch als Kind schon sehr seltsam, ich habe Hühnerknochen gesammelt. Zu meiner Verteidigung, ich habe da auf dem Spielplatz gespielt und naja, der Typ, der da aber am Spielplatz gewohnt hat, das war ein Bauer und der hat natürlich Hühner gehabt und wenn die mal gestorben sind, hat er die einfach rübergeschmissen und naja, Natur, es zersetzt sich. Und dann findest du als Kind halt schon mal ein paar Hühnerknochen auf dem Spielplatz und man spielt damit. Ich wette, du brauchst Bomben. Oder? Nee, Quatsch. Oh, doch, ich weiß, wie der geht. Du musst da oben das Rädchen drehen und dann mit Bomben füttern. Ich meine, so war das. Voller Kackgegner. Guck mal her, du kleines Arschlochküken. Oder einfach reinboxen. Gut. Ich dachte, man müsste es mit Bomben füttern. Aber ich glaube, das soll wirklich wie so eine Art Argos-Ritter sein. Nutella-lecker, du. Okay. Ich wollte gerade meckern und sagen, das löst aber nicht das Problem da oben. Okay, Problem gelöst. Wahrscheinlich ist da eh nur Müll drinne, aber ich möchte diesen Müll haben. Und dann gehen wir durch die Tür. Müllers Milch. Oh, Kompass? Kompasskarte? Cool. Cool Story, bro. Brauche ich ja jetzt wirklich, ne? Waren 1, 2, 3 Räume? Pah. Manchmal kann man da auch so ein bisschen drauf scheißen. Ich überlege mal ein Terranigma mal nicht. Gab es damals auch nur eine einzige Stelle, wo ich mal die Karte brauchte. Und das war in diesem verdammten Dschungel-Areal, weil da habe ich mich so durchfuchst, weil irgendwann wusste ich einfach nicht mehr, wo ich bin und welche Tempel ich dann noch platt machen musste. Trotzdem, sage ich es immer wieder, war ein sehr schönes Spiel. War nicht immer sehr logisch an einigen Stellen. Ich hätte vielleicht vieles ein bisschen anders gemacht. Das Ende, naja, ich bin halt so ein Happy End Mensch. Das hat mir nicht so gefallen. Trotzdem kann und werde ich immer wieder weiter, hast du nicht gesehen, Terra fucking Nigma empfehlen. Ah, fuck, du Kack. Hurensohn Kröte, ich schaff das nicht. Und ciao. Ja. Mir gefällt das nicht. Ich muss hier bestimmt irgendetwas... Warte mal, irgendwas Schlaues machen. Kann ich vielleicht erstmal die Kröten wegbomben, damit die mir einfach nicht so auf den Sack gehen? Einfach so für mein Gefühl. Mein Karma, meine spirituellen Dinge, die ich in mir spüre. Weiß ich nicht, ob ich irgendwas in mir spüre, aber ich würde es gerne so tun. Also ich denke, ein, zwei von den Viechern kriege ich platt, ne? So von der Range her. Ciao! Okay, also eins definitiv. Das andere wird ein bisschen knapp. Seiden, ich kann vielleicht... Nein, dich hätte ich fast vergessen. Also mit fast meine ich, dich habe ich vergessen. Und ich habe da voll reingehauen. Weg da! Siehst du, wie er zögert, wenn ich da mit dem... Also ich meine das schon mit dem Controller, ne? Also im Sinne von, wie als Gamepad, würde ich das so in Anführungsstrichen richtig machen, wo ich dann selber meine Körperteile bewege und hin und her schlage, ne? Das wäre, mit Verlaub, der größte Abfuck.
Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ob ich vorher nicht irgendwie hier was freischalten muss im Sinne von Wächter wird. So, das war auch schon sehr gut. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass die Kröten weg müssen, weil sie nicht. Also sie nerven mich. Sie müssen für mich weg. Das Problem ist und bleibt allerdings, dass die Reichweite da nicht passt. Habe ich irgendwo ein. Ja, wahrscheinlich habe ich da hinten den scheiß Zeitschalter. Das große Gedöns. Ja, ja, ja. Halt, halt, stopp, halt, stopp und Bums. Alter, hatte ich nicht hier irgendwo auch nochmal einen? Warum hat das hier das... Ach nee, das war ja richtig, dass das, ja, weg ist. Aber so ist hier, glaube ich, kein Zeitstein, ne? Die zumindest gerade aktivieren könnte. Das meine ich damit. Schon mal kacke. Weil von dieser Reichweite aus krieg ich da auch das hier nicht weggezaubert. Und ich muss ja aktiv mit meinem Körper dahin. Weißt du, wie ich das meine? Och, jetzt pack doch mal die Kackdinger hier. Oh, na Mist, weg. Ja. Ja, das bringt mir jetzt auch nicht viel, was ich hier wegmachen könnte. Da ist ja auch kein Rädchen mehr. Das hätte ich ja vorher irgendwie weginvestieren müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Geht mir nicht auf den Sack, ihr kleinen Bupsis. So, ich möchte mal gerade gucken, ob ich vielleicht von dieser... Ah, scheiße, ey. Kann ich hier so ein bisschen auf Steine? Ha? Was muss ich cheaten? Kann ich nur da, toll. Ich weiß, das wird mich jetzt wieder Kopf und Kragen kosten, ne? Aber... Fast! Also theoretisch hätte der das schaffen müssen. Im Gegensatz zu mir ist der junge Mann hier nämlich sportlich. Fuck! Dann hätte ich nämlich schön cheaten können, weißt du? Weil das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich auf dem Kopf stehe und überlege... Du wirst irgendetwas übersehen haben. G. Waltig. Ach, verdammt. Nee, ich hätte gedacht, man kann es vielleicht so ein bisschen slow pasten, dass er auf jeden Fall das schafft. Ich befürchte, ich muss das echt so machen. Die sind zu weit entfernt. Nee, keine Chance. Scheiße. Ja, links so ein Sandbad tut schon chiller gut und dann auch dir. Ich muss hier... Habe ich hier nicht mal irgendwie die Zeit schon verändert in dem Raum? Okay, komm. Wenn ich eine Karte habe, dann kann ich sie ja auch nutzen. Oh, leck mich am Arsch. Bin ich doof. Okay, gut, danke. Dafür ist die Karte da. Moment. Okay, okay, okay. Habe ich hier wieder so Zauberblöcke, die ich... So Pilleminske? Wow. Gut. Ich habe es mir schon fast gedacht. Nein. So, okay. Nein. Was eine Zeitverschwendung. Ich komme rüber und töte dich. So, jetzt kriech mal. Was eine Kacke. Ich mache mir erst den Kopf, weißt du, und denke mir voll den krassen Hokuspokus aus. Ich kann jetzt... What the fuck, was bedeutet das? Kann ich ja durch? Hallo? Oder ist es einfach nur so... Nope. Es gibt mir so Wind Waker-Vibes. Halt. Den einen Rubin. Zurück. Wahrscheinlich ist da wieder nur Schrott in der fucking Truhe drin. Aber das ist es mir wert. Oh, das sind so Viecher. Nicht sehen, nicht hören. Und dann kommt irgendwas angeschissen.
Baba, eine blaue fucking Feder. Jetzt mal ohne Spaß, freut sich überhaupt irgendjemand darüber? Bestimmt, ne? Die Leute, die halt die ganzen Gegenstände upgraden und verstärken und hast nicht gesehen und ich mache ja nichts davon. Okay, okay. Das scheint mir... Ist das... dein scheißverfickter Ernst? Leco mio Arsch Blanco, hier ist Weg. Und hier bin ich Weg. Dann kann ich auch rüber rennen. Dass auch das wieder dem nix anhat, ne? Also, im Sinne. So. Harter Kampf, ich weiß. Hier. What the fuck? Wo bin ich hier hingekommen? Naja, ich würde sagen, ich beende auch den Part an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Na, viel Spaß.